So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Mic Test Let's Play Server. Kreativserver. Klar, Server. Alles gut. Ja, ich war während unserer kleinen Let's Play Abwesenheit, upsala, ein bisschen fleißig und habe, so by the way, warte mal ganz kurz, bevor ich hier irgendwas mache, was ich später bereuen werde. So. Sehr schön. Ja, ich war fleißig und habe mal ein bisschen, wie gesagt, ich will auch privat natürlich meinen Test, ne? Ich habe ja mittlerweile schon ein paar Mal erwähnt und habe, während ich da so privat ein bisschen meinen Test spiele, auf dem Etherwheel Server, also auf meinem German Etherwheel Server, geguckt. Ich hatte da ja einen Platz, wo wir Ananas gefunden hatten, wo ich Ananas gefunden hatte. Und habe da geguckt, wie so die Gegend aussieht, und da ist mir aufgefallen, meine Interpretation mit dem, dass Ananas auf diesen Steppen wächst, ist nicht ganz richtig, in dem Sinne, dass es nicht ganz präzise ist. Also es wächst zwar auf Steppen, aber mir ist aufgefallen, dass es eine ganz besondere Steppe war. Sehr schön. Und zwar war das eine Steppe, bei der um der Steppe drumherum Wüste war. Das heißt, es gibt ja nicht nur, Steppe heißt ja nur, dass es eine trockene Gegend ist, ne? Aber es gibt ja jetzt auch warme, trockene Gebiete und kalte, trockene Gebiete. Und hier hatten wir bisher immer so, dass wenn wir Steppe hatten, dass dann da drumherum grün war. Das heißt, es war zwar trocken, aber immerhin gemäßigt. Und das, wo ich die Ananas gefunden habe auf dem Etherwheel-Server, da ist mir aber aufgefallen, dass um diese Steppe drumherum nur Wüste war. Das heißt, es war eine trockene, heiße Gegend. Mit dem Hintergrundwissen habe ich jetzt also dann hier auf dem Server mal rumgeguckt, ob es hier irgendwo Flächen gibt, die dem gleichkommen. Heißt also, ich habe nicht primär nach einer Steppe gesucht, weil die meisten Steppen, die wir hier auch bisher gefunden haben, waren immer von grünen Flächen umgeben. Sondern ich habe hier quasi erstmal nach einer Wüste gesucht, an der eine Steppe angrenzt. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe natürlich direkt das gefunden, was wir gesucht haben. Ja, hätte man also. Was ist denn hier los? Hätte man also früher wissen müssen. Ja. Vor das Witzige ist, ich habe die Ananas wirklich extrem nah an unserer Stelle hier gefunden. War quasi da hinten. Da hinten haben wir unsere Wüste. Da, wo wir auch den ganzen Sandstein abgebaut haben. Und direkt an dieser Wüste angrenzend haben wir nämlich auch ein Steppenbiom. Und bei dem gibt es dann nämlich auch Ananas. Ist zwar nur ein ganz kleines Biom, aber es reicht ja für uns vollkommen aus. So, wächst das hier eigentlich alles schön und gut? Ist halt immer noch ein bisschen ultra langsam hier. Die Wachsraten. Naja, was soll's. Mein Minecraft-Server stürzte gerade zum dritten Mal ab wegen Minecarts. Irgendwie ist bei Minecarts ein ganz schöner Bug drin. Habe ich auch schon an Wusi, also ins Forum, gepostet. Ted. Achso, halt, was ist denn hier? Bin ich ja vollkommen falsch. So. Nahrung kam, war ich dann trotzdem mal ein paar Äpfel mit hier. Wollte ich gerade so rumhängen. Yay, unsere Dingsda-Muster hier wachsen auch schon sehr schön. Sehr gut. So. Oh, ist mir hier noch nie aufgefallen, dass wir so eine kleine schöne Kuhle haben. Ist ja süß. So, da ist der Dschungelbereich. Hier hinten müssen ja irgendwo unsere großen Bäume sein. Sind die eigentlich mittlerweile schon gewachsen? Das wäre ja herzallerliebst. Also noch sehe ich hier keine. Wir gehen mal direkt in die Region.
gucken mal. Ich weiß gerade gar nicht, wo die stehen überhaupt. Ah, doch, da ist der erste. Okay, doch, sind bereits gewachsen. Ah. Schöne Bäume. Pferde, gut. Tja, können wir bald richtig schön Holz sammeln gehen hier. So, und hier einmal gerade rüber. Was ist das hier für eine witzige Umrandung? Ist sie auf natürliche Art gewachsen oder ist es gerade hier? So, das kann ich mich gar nicht erinnern. Was ist denn hier los? Okay. Ja, gut. Kann ja mal passieren. Denke ich mal. Ah, hier diese ganzen Löcher hier ist natürlich, ne, weil diese Grasdinger natürlich den ganzen Block belegen. Das ist hier. Naja. Das ist das Einzige, was ich so am Plant Life nicht mag. Dass das Ganze irgendwie, ja, entweder nicht zu Ende gedacht wurde oder, ne, nicht ganz optimiert wurde. Zum einen hätte man natürlich machen können, dass da, wo Wasser ist, diese Dinger nicht entstehen. Und vor allen Dingen, was halt das Beste wäre, dass, wenn kein Baum mehr da ist, die Dinger auch automatisch wieder abfallen. Weil da hinten ist ja richtig viel Zuckerrohr auch. Nanu? War das schon immer da? Bin ich heute irgendwie bekloppt? Mir kommt gerade alles so neu vor hier. Also die Bäume kenne ich zwar, aber da hinten ganz Zuckerrohr. Ja gut, wir waren auch bisher immer auf der Seite nur, ne? Auf der Seite waren wir selber noch nie. Ja, gut. Siehst du, können wir gleich mal ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen. Haha. Und da hinten sieht man es schon. Das ist das Gebiet, was ich meine. Richtig überall Wüste und da ist ein bisschen Steppe, wie man sieht. Und auf der Steppe sieht man schon, wächst haufenweise Ananas. Ja. Hätten wir uns also 4 Folgen gut sparen können, wenn wir das vorher gewusst hätten. Ja. Manche Dinger sind halt ein bisschen komisch. Ich meine ganz ehrlich, woher soll man sowas wissen, hä? Ja, ich weiß, ich könnte die Dinger hier auch komplett abbauen, aber ganz ehrlich, haben wir spätere Spieler wenigstens auch noch was davon. Schön viel Zuckerrohr. Tja, ich würde mal sagen, unsere Zuckerarmut hat jetzt auch ein Ende. Schön. Sehr gut. Tja, die Frage ist nur, ich meine, gut, du kannst jetzt dann natürlich alles weglagern. Ich nehme ja wirklich einfach mal alles mit, dann haben wir mal ein bisschen Vorrat. Aber wir haben halt jetzt schon fast, oh Gott, wir haben schon 4 Stacks von. Ich sag mal so, läuft. Oder so. Ist das jetzt eigentlich offiziell Papyrus? Ja, ist offiziell immer noch Papyrus, also kein Zuckerrohr. Auch wenn wir daraus natürlich Zucker gewinnen können. Hä? Hä? Wie kriegt man denn daraus Zucker? Sugar. Sugar bekommt man. Ach, mit Kochen. Okay.
quasi rausdestillieren. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie viel man im echten Zucker gewinnt. Es gibt halt manche Sachen, die interessieren selbst einem Ronny nicht. Auch wenn ich sonst ja vieles weiß, das weiß ich nicht. So, die Frage ist dort jetzt, breitet sich Ananas eigentlich aus? Breiten sich überhaupt Pflanzen aus? Weil ich würde per se erstmal alles mitnehmen, aber wenn das denn nicht neu wächst, dann wäre das ja quasi die bisher einzige Stelle, die ich auf dem gesamten Server kenne. Oder naja gut, andererseits quasi die erste, die ich gefunden habe. Kann ja sein, dass es hier noch mehr Stellen gibt, wo Ananas wächst, aber so lange, wie wir gesucht haben, wir sind da wirklich quasi einmal komplett um den Spawn drum rumgelaufen und ne, was wir gefunden haben, wisst ihr ja. Das war nicht gerade viel. Siehst du, das ist erst schon wieder komplett gewachsen. Oder ich habe es noch nicht geerntet, kann natürlich auch sein. So, wie viel bekommen wir da? Wir bekommen eine. Ja gut, das ist jetzt natürlich nicht so viel. So, und Ananas war übrigens so ein Ding, das ist ein bisschen irreführend. Bei Ananas, ja. Da kriegst du nicht direkt, also das, was du einpflanzt bei der Ananas, ist quasi hier oben diese Kuppe, den Hauptbauch, den schneidest du quasi raus. Da kriegst du diese Ananascheiben. Und da hatten wir damals bei dem Let's Play Together, hatten wir rumgeguckt, wie wir daraus Ananas bekommen, also Saplings bekommen. Und das ist halt wirklich, indem du die Dinger hier einpflanzt. Wenn du jetzt die Dinger alle nimmst, dann bleiben hier quasi diese Köpfe übrig. Kann ich euch dann nachher mal zeigen. Ist ein bisschen witzig. Vor allem, das sind halt alles solche Sachen, die findest du halt nirgendwo. Das musst du halt, naja, durch Ausprobieren halt herausfinden. Gerade haben wir zwei bekommen. Lol. Ja. Ist natürlich ein bisschen, ich sag jetzt mal, kompliziert, weil man auch gar nicht weiß, wonach man suchen muss. Aber naja. Wie gesagt, auf dem Etherwheel-Server hatte ich ja zum Glück schon Ananas gefunden gehabt. Von daher konnte ich da gucken, wonach ich suchen muss. Aber ganz ehrlich, Steppe und Trocken muss die Gegend sein. Dann ist ja Ananas wirklich extrem selten, ey. Also, dass es extrem selten ist, habe ich mir schon fast geahnt, so wenig wie wir gefunden haben. Aber jetzt quasi nochmal bestätigt. So, den Zucker nehmen wir hier auch noch mit. Einfach weil wir hier gerade sind. So, und dann gehen wir mal Friede, Feuer, Eierkuchen zurück. Yay, volle Fahrt voraus. Party hard. So, siehst du, können wir mal kurz so gucken hier? Ey, wir kriegen sogar ein gesamtes Feld voll. Lol. Oh, nicht bitte untergehen. So, wenn ich jetzt hier das Ganze rausnehme, schwupps. Aha, siehst du, hier unten. Da bekommen wir jetzt diese Köpfe. Immer wenn ich darauf klicke, wird unten ein mehr. Das ist voll interessant. Okay, der ist jetzt hier oben geblieben. Danke dafür. So, die können wir jetzt einfach essen, oder was? Ja, die können wir essen. Bringt natürlich nur eins, aber ganz ehrlich, die sind ja auch primär dazu gedacht, um damit Gerichte zu machen. Und nicht, um sie anzugucken. Beziehungsweise, wir können daraus auch Saft machen. Wir müssen mal so eine Gläser machen. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben jetzt mittlerweile Kakao, wir haben Kaffeebohnen. Ich meine, es bringt zwar tatsächlich energietechnisch gesehen nicht allzu viel Kaffee zu machen, aber immerhin so als Gimmick könnte man es ja machen. So, jetzt machen wir erstmal hier schön gesundes Frühstück, ein bisschen Ananas, ein bisschen Äpfel. Da kann uns keiner erzählen, dass wir ungesund leben.
Ein paar Stöcke haben wir auch noch. So, schnell an Land gehen hier. Wollen wir gleich mal einen Baum fällen? Einfach so schaffst du verfahren. Oh Gott, wir sind schon wieder bewölkt. Oh mein Gott. Ich würde mal gerne sehen, wie das aussieht hier. Also seht ihr, hier hinten ist noch alles. Da hinten ist noch alles friedlich. Da. Da ist ein bisschen Wolke, da ist ein bisschen Wolke, aber da ist friedlich, da ist friedlich. Und jetzt kommt hier so eine, mit einmal so eine riesige Wand. Alter, ist ja wie im echten Leben. Finde ich voll geil. Oh, ein paar Gurken. Lass mal einfach mal da. Hi, so Ehren ist gerade umgekommen. Schau mal, na guck. Mist. Hoch mit dir. So. Das heißt, wir machen denn vielleicht tatsächlich doch. Ich wollte jetzt eigentlich eher dieses, unseren Steg anfangen. Aber wenn wir jetzt doch tatsächlich Ananas haben, dann nehme ich das jetzt vielleicht doch erstmal in Angriff, unser Lager einfach mal komplett umzuräumen und jetzt tatsächlich so zu machen, wie es dann final auch sein soll. Wir haben jetzt mittlerweile alles. Von daher. Siehst du, wir können hier doch die ganzen Sträucher mal abernten. So, wo haben wir denn überall welche gepflanzt? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Hier ist eins. Boink. Ach, so viele Blaubeeren hier. Dann ist noch eins. Zwei Zucker. Wird ein Spaß. Nimm, 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 nimm. Hab gerade überlegt, ob das hier so ein großes ist, aber wir hatten hier zwei gepflanzt, glaube. Weil so großes Feld habe ich noch nie gesehen. Die werden immer maximal 3x3 groß. So, dann gehen wir mal zu unserer kleinen Plantage, wollte ich gerade sagen. Aber wir gehen erstmal zum Lager. Lagern da alles ein. Weil die Beete wollen wir dann auch nochmal abbauen. Komplett neu bauen. Von daher. So. Was wir tun, das hier vorne ist soweit richtig. Das bleibt auch so. Pack mal kurz das alles hier nach oben. Brauche ich gerade nicht. So, jetzt würde ich gerne hier alles, was irgendwie mit Bären zu tun hat. Das heißt, du kommst auf jeden Fall erstmal tatsächlich. Bleibst du da? Nee. Halt, was mache ich denn da gerade? So, genau. So. Genau, Ananas bleibt erstmal außen vor. So, haben wir noch irgendwas, was mit Beeren zu tun hat? Eigentlich nicht, ne? Nee. Das heißt, was könnte ich hier noch hin? Zum Beispiel könnte ich hier direkt unsere Ananas mit rein. Weil, ne, hier sind so die ganz extrem fruchtigen Sachen. Ananas ist ja auch eher eine sehr feuchte Frucht. Und ja, da passt natürlich Ananas perfekt mit dazu. Ich packe erstmal nur eine rein, weil die anderen 36 können wir dann direkt einpflanzen. Ja, die packe ich erstmal nach oben. Ob wir die hier überhaupt einsortieren in die Schränke, weiß ich nicht. Wenn ja, bräuchte ich dafür nochmal einen freien Slot. Hm.
Oder wir machen das hier tatsächlich so. Hätte ich aber früher dran denken müssen, dass wir hier die ganzen Ananasse drin lagern. Also, ne? Komplett, wirklich komplett Ananas drin lagern. Die Sache ist, wenn wir die Ananas, also wenn die Ananas immer gewachsen sind und wir sie ernten, dann müssen wir ja manche hier zubereiten, damit wir wieder an die Saplings rankommen. Das heißt, wir werden früher oder später auch hiervon sehr viel ansammeln. Dann sollte ich dafür vielleicht doch mal irgendwo so ein Doppelfeld belegen, wo das beides rein kann. Dann wäre allerdings die Frage, was wir jetzt hier in das obere Feld rein machen, was da thematisch noch zu passen würde. Fällt mir jetzt gerade nämlich erstmal nichts ein. Macht doch nichts, dann kommt da am besten erstmal der Stock hin. So. Gut, dann kommt jetzt hier alles hin, was so fruchtig, obstig ist. Das heißt, ihr kommt raus. Oh, Alter, 500. Willst du mich verarschen? Holla die Waldfee. So, was kommt denn da stattdessen rein? Ich würde mal sagen, Tomate. Also Tomate passt hier auf jeden Fall dazu. Die anderen vier Sachen nicht wirklich. Am ehesten würde ich aber sagen, die beide hier. So, das heißt, Tomat kommt noch da. Da. Und noch da. Und dann kommt. Du kommst erstmal damit rein. Oder? Oh, wir haben gerade meine einzige. Eieiei. Aber schon, wir haben ja schon neue eingepflanzt. Sollte also kein Problem sein. Ich versuche das mal ein bisschen nach vorne zu sortieren. Das heißt, das hier kommt dann nach unten. Da, nach da und nach da. Und oben kommen dann die Gurken hin, weil die auch so einen grünen Dings da oben drauf haben, ne? Passt hier zur grünen Gurke. Easy. Perfekt. So. Ne, hier ist ja auch ein bisschen Farbe, hier ist blau und hier ist also Rötlichton und so. Egal. So, das hier kommt früher oder später wieder alles raus. Das hat hier einfach nichts zu suchen, finde ich persönlich irgendwie. Also das kann auf jeden Fall raus. Das kann hier, mache ich auch nochmal raus. Das genauso. Okay. Was hier reinkommt, sind nämlich jetzt die ganzen Gewürze. Das heißt, unsere Bohnen kommen hier rein. Die Bohnen kommen da auch rein. Chili kommt da rein. Das kommt da rein. Und oben kommt Knoblauch und das andere Zeug rein. So, 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 so. Du kommst nach da, du kommst nach da, du nach da, du nach da, du nach da. So. Und jetzt noch die Zwiebeln. Okay. Dann haben wir das auch schon mal so thematisch drin. Dann haben wir hier alles, was Obst ist, hier alles, was Gemüse ist und hier alles, was so Gewürze sind. Also jeweils natürlich im weitesten Sinne, ne? Wenn das hier ist auch Gemüse. Das hier unten auch. Das hier aber wiederum Gewürze. Also, ne, also hier ist alles, was man so nicht primär nimmt, so wie das hier, sondern halt so zum Würzen. Egal, ist halt egal. So, und hier kommt es erstmal ganz klar primär das hier rein. Da kommt quasi hier das rein, was davor in dem Schrank rechts daneben drin war. Schön viel Papyrus. So muss das sein.
So. Was ich hier gerne noch drinne hätte. Jetzt muss ich mal überlegen. Ist es nicht vielleicht sinnvoll, hier drin auch Mehl und Zucker zu lagern? Weil, wie gesagt, die Sachen hier, die haben wir drin nicht wirklich was zu suchen. Und von den Pilzen, da haben wir so wenig, das lohnt sich nicht, die also hier die reinzupacken. Deswegen packe ich die ganzen Sachen mal komplett extra. Oh, wir haben ja noch ein paar Bohnen. Lol. Das heißt, dann kommen hier die Sachen hin, die so beim Gebrauch so anfallen. Zum Beispiel die Dinger, weil wie gesagt, davon wird eine ganze Menge anfallen. Dann werden wir auch noch hier einmal, ach, bitte mal rein, auf jeden Fall hier oben auch Zucker und Mehl mit hinzupacken. Und ja, hier dann noch, was halt noch so anfällt. Genau. So, dann brauchen wir noch mal ein paar Stöcker. Haben wir zufälligerweise Stöcker bei? Ach ja, doch, haben wir. So. Schon viel besser. Und genau, hier ist auch ein Stock drinne. Der hat einen Stock im Arsch. Ich meine, zur Not können wir das hier auch erstmal da oben mit hinpacken. Gib mal her. Nee, da kommt die Ananas rein. Wieso ist die Ananas da weg? So sollte das sein. Eben, dann haben wir doch alles. Schon wieder. Gut, dann musst du das doch hier hin. Achso. So. Jütchen. Dann kommen jetzt die Felder. Das kommt nach oben. Pilze. Wie gesagt, mit Pilzen kann man nichts machen, oder? Irgendwie eine. Ich weiß ja gerade nicht, wie Suppe in Englischen geschrieben wird. Scheiße. Ah, gut. Bei My Clone hieß es ja Ding ja Bowl of some Dingsabumster. Genau, Bowl of Chili und mehr gibt es aber nicht. Hier kann man das mitmachen, das. Das werden wir später auch auf jeden Fall machen. Achso, das sind diese grünen Bohnenlein, die man da bekommt. Hier brauchen wir Tomaten und Chili, genau, Gerste und das ist lecker. Maiskolben kriegen wir vielleicht später auch endlich mal. Und rote Beete. Aber nichts irgendwie. Okay. Also das kann man hier mitmachen. Achso, genau das Gleiche. Oha, wir brauchen später auch noch Milch. Wo kriegen wir denn Milch her? Milch? Trinkglas und ein Eimer. Ja, kriegen wir einen Eimer Milch? Funktioniert hier dieses Mindklon-Dings, dass man eine Kuh, also mit dem leeren Eimer eine Kuhasche legt quasi, wo man dann Milch bekommt? Funktioniert sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber wie sollen wir sonst an Milch rankommen? Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. So, wie dem auch sei, hier kommt das ganze Ding erstmal rein. So. Ja, komm hier, super. Okay, dann geht's jetzt zu den Feldern. Und zwar folgendermaßen. Die beiden Felder werden erstmal direkt zusammengestutzt. Und zwar auf die hinteren. Nee, auf die vorderen. Nee, die kommen erstmal komplett her. Ich ernte erstmal komplett alle Felder ab. Und dann gucken wir, wie wir das am dümmsten gruppieren.
Andererseits, komm, es wird ein bisschen dauern, machen wir es in der nächsten Folge. Sonst hat die Folge hier definitiv zu hart Überlänge. Dann ernten wir einmal alles komplett ab und dann machen wir schön, sortieren wir das im Inventar genau so in der Reihenfolge, wie wir es kopiert aufstellen wollen. Und dann geht's ab. Bis dahin.